Please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds. Ja, diese Partie kann ein ganz wilder Ritt werden. Die Lage hat sich mit der Zeit immer mehr zugespitzt. Und jetzt steht ihr Schicksal auf Messerschneide. Alles hängt davon ab, ob sie die kommenden 90 Minuten erfolgreich gestalten können. Ansonsten ist es um sie geschehen. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Der hat sich ein wunderbares Tor. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt durch ihren Starspieler. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen, der Rest ist Formsache. Sie schreiben das erste Kapitel in diesem Spiel. Sie sind auf des Gegners Platz in Führung gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Gastgeber und dieses Publikum werden alles tun, um diesen Zustand, diesen Rückstand so schnell wie möglich zu korrigieren. Es schießt, da ist er noch dran. Also da kommt nicht jeder ran. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Situation verteidigt und jetzt die Konterchance. Auch da steht er in der Luft. Klasse Parade. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Jetzt könnten sie... Jetzt der Abschluss. Auf der Bank klatschen sie Beifall. Er wusste ganz genau, irgendwie muss ich noch zwischen Ball und Tor auftauchen. Gedacht, getan. Das war ein Fund. Knapp vorbei. Da müssen die Fotografen in Deckung gehen. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Messi, ab auf die linke Seite. Haaland! Das ist ein ziemlicher Warnschuss für den Gegner. Es bleibt beim Versuch, das hat sie kein Stück weitergebracht. Gut gesehen, guter Laufweg. Haaland hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. De Bruyne. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Spielverlagerung auf die linke Seite. Alaba, da kommt die Flanke. Einfach mal entsorgen. Rodri. Raus auf die linke Bahn. Haaland. De Bruyne. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Neymar. Hier ist Neymar. Die Chance für Romario. Er wird es wieder versuchen, auch wenn er hier gerade noch aufgehalten worden ist. Der Abschluss und viele Beine dazwischen, mindestens eins zu viel. Es geht über links. Mbappé. Mbappé mit der Hereingabe. Ein guter Ball und sie sind durch. Haaland! Richtig stark gehalten. Haaland hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Die vierte Ecke. Auf der anderen Seite stehen wir übrigens bei drei Ecken. Haaland!
Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Pedri. Da gibt es gleich mehrere. De Bruyne. Und der Keeper ist zur Stelle. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Der Ball geht wieder raus. Es gibt noch mal einen Eckball. Das gibt die fünfte Ecke. Der Gegner hat noch keine Ecke getreten. Raus aus der Gefahr. Und Volley. Nee, der findet sein Ziel nicht. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Das hätte ins Auge gehen können. Haaland. Pirlo. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Das ist eklig für die Verteidigung, solche Laufwege. Ja, da beweist der Auge. Das ist schon Eckball Nummer 6. Er springt hoch zum Kopfball. Weg damit. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Ab auf die linke Seite. Haaland. Ein flacher Ball. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Er findet Alaba. Sehr gut abgefangen. Absolut, richtig gutes Stellungsspiel. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Welches Resümee ziehst du nach den ersten 45 Minuten? Ich glaube, der Trainer wird Ihnen in der nächsten Woche mal im kleinen Fußball-ABC ein Wort zeigen unter K, Konteranfälligkeit. Nach Durchgang 1 steht's also 1:0. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Schwierige Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Kein Vorwurf an ihn. Der geht weit. Van Dijk. Er kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Das ist Mbappé. Romario. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Mbappé. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Messi. Pirlo. Und ab geht die Post. Das ist Fernando Torres. Gutes Auge, guter Pass. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Irvin. Hier ist die Gelegenheit. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann.
Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Das ist jetzt die 7. Ecke. 0 Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Er versucht einfach mal. Er bekommt die zweite Chance. So müssen Sie die Sache jetzt angehen. Sie spielen es wirklich weiter mutig nach vorn. Und irgendwann kann ja auch mal so ein Mut belohnt werden. Das ist völlig richtig. Mbappé, Haaland. Es geht über links. Alle arbeiten mit und das bedeutet, du hast immer Optionen. Und jetzt die Hereingabe. Und ab die wilde Fahrt. De Bruyne. Hier ist Messi. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Der kommt weit nach vorn. Ein schwacher Pass. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Fernando Torres. Macht er den? Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Er versucht's alleine. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Haaland. Spielverlagerung auf die linke Seite. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Er versucht Tor! Damit sind sie wieder auf Augenhöhe. Donnarumma war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern, das ist ja abenteuerlich. Substitution on the field. Number 13. Es ist Zeit für neue Energie. Also irgendwie ist es ja ganz einfach. Zumindest ist es einfach gesagt. Sie müssen die große Chance. Number 17. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Coming on the field. Klasse durchgesteckt. Cristiano. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Ich kann mir vorstellen, der Trainer wirkt wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Und dann steht der Gegenspieler so frei vor dem Kasten. Abschluss! Das wär's gewesen, Freunde. Das war die Chance, hier die Führung auszubauen. Das hätte Sicherheit gegeben, aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht.
Romario ist das. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Absolut kein Vorbeikommen. Mbappé, das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Da hat er den Überblick behalten. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Vinicius Junior! Das wird nichts. Weit vorbei. Also mir scheint das nicht die richtige Taktik für die Schlussphase zu sein. Da ist irgendwie kein Punch dahinter. Romario holt ihn sich wieder. Rodri. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So sollten sie sein. Kurz und scharf die Bälle. Nur noch die Nachspielzeit. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Sie sind abgestiegen. Das ist der absolute Tiefpunkt des Clubs. Hansi, komm, deine Einschätzung. Musik.